Ich gehe heute mit Luise Amtsberg von den Grünen in ein Escape Room, in dem sich kriminelle Gangs gegenseitig niedermetzeln. Mit anderen Worten, ein kleiner harmloser Urlaub von all den Problemen, die in der echten Welt auf die Grünen zukommen. Haben Sie so ein bisschen Platzangst? Ich habe eigentlich alle Zwänge, die man haben kann für so einen Raum. Ehrlich? Ja, also ich bin auf jeden Fall klaustrophobisch. Ja. Dann haben wir genau den richtigen Raum für Sie. Und zack, sind wir in Hongkong. Großartig. Wir sollen jetzt Ihren Freund finden, auf den Sie sich all die Jahre verlassen konnten und der jetzt plötzlich nicht mehr da ist. An welche Partei erinnert Sie dieser verschwundene Freund? Ich äußere mich nicht. Genau, die SPD. Ja. Und wir schauen uns mal um. Wie geht es hier weiter? Was finden wir hier in diesem kleinen Räumchen? Gehört das wirklich dazu? Vielleicht. Ja, soll ich das jetzt mal hochnehmen oder irgendwas damit machen? Also Sie könnten zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt Tipps geben zu wollen, dass der Schraubschlüssel Sinn machen könnte. Der Besen nicht, ne? Okay. Also vielleicht kann man damit ja irgendwie eine Tür aufmachen. Ja. Aha. Okay, wir können das aufbrechen, oder? Ja, also jetzt nicht kriminell werden, ne? Okay, das ist natürlich, aber wie, was heißt nicht kriminell werden? Also ich kriege ja mit dem Schraubschlüssel hier nicht so dieses Ding einfach so auf. Ich müsste es ja aufhebeln. Genau. Aber mir wurde ja auch gesagt, rohe Gewalt ist keine Lösung. Wir gehen vielleicht lieber die Treppe hoch. Aber ich finde das schon mal gut, dass Sie bereit sind, hier wirklich auch kriminell vorzugehen. In einem kriminellen Escape Room. So, aber ich habe das Gefühl, ich ziehe fest. Ist auch so. Ja, Sie ziehen fest. Und wir sind im nächsten Raum. Dieser Raum macht mir tatsächlich ein bisschen Angst. Echt? Warum? Nee, ich hätte nicht, dass hier irgendwelche Erwartungen... Nein, es ist, Sie sehen, es ist eine Table Dance Bar. Mhm. Wie stehen Sie zu Table Dance Bars? War ich schon mal in einer? Ich glaube, ich war noch nie in einer. Nee? Fänden Sie es besser, wenn genauso viele Männer wie Frauen an den Stangen rumturnen? Kommt drauf an. Wenn ich an der Stange rumturne? Würde sie das? Die Frage kann ich ja jetzt nicht nur für mich alleine beantworten, die muss ich ja für so viele Zuschauer mit beantworten. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken mal, wie wir hier rauskommen. Da ist eine Tür und da ist ein Schlüssel, wo der Schlüssel fehlt. Schlüssel stimmt, der Schlüssel sieht aber nicht wie ein Schlüssel aus. Es geht um etwas anderes, das wir hier finden müssen. Das ist schon mal gut. Wir haben eine Buddha-Figur. Hier sind bestimmt noch mehr Buddha-Figuren. Glauben Sie eigentlich an einen Gott und nennen Sie ihn überhaupt Gott oder sagen Sie Robert zu Herrn Habeck? Okay, geile Frage. ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube ein bisschen an Robert Habeck. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Glauben, weil Sie haben ja gesagt, Sie glauben jetzt erstmal nicht an einen Gott, aber Sie haben ja interessanterweise Islamwissenschaften studiert. Und Theologie. Das heißt, es gibt eigentlich drei wichtige Männer in Ihrem Leben, Mohammed, Jesus und Robert Habeck. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, denn die Zeit läuft ab und wir dürfen ja nicht vergessen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird den Raum auch machen. Wer weiß, vielleicht ist die schon längst fertig in der Zeit. Hey. Was ist passiert? Ging irgendwo Licht an? Ja, in der Table Dance. Oh ja, krass, okay. Muss ich jetzt tanzen, bevor ich irgendwie raus darf? Hier werden Lichter erscheinen. Diese Lichter gilt es zu tanzen. Das heißt, Sie sagen mir die Farbe. Ja. Ich habe das selber noch nie gemacht. Lila. Weiter. Ach so. Was ist die nächste Farbe? Schnell, wir müssen schnell sein. Lila. Grün. Ja. Grün. Lila. Blau. Okay, jetzt blinkt es auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Jetzt müssen Sie lila. Rot. Grün. Rot. Grün. Lila. Blau! Ist das spannend? Kinder, ich drehe durch vor Spannung. Ist das spannend? Jetzt violett! Violett? Ja, Lila. Rot! Violett! Alles klar, nochmal violett. Oh, jetzt blinkt es hier. Vielleicht habe ich oft genug richtig raufgedrückt.
Das war gut. Jetzt passiert gleich was. Ja, oh. Okay, krass. Oh, Gottes Willen. Auf die Tür. Und wo sind wir? In einem kleinen Privatraum, würde ich sagen. Es ist eine Opiumhöhle. Eine Opium? Na, davon verstehe ich ja nichts. Ne? Haben Sie selber Drogenerfahrung? Sagt man dazu jetzt ja oder nein? Also ich würde sagen, Alkohol und Zigaretten, die Drogen, die so ziemlich jeder konsumiert, kann man ja auch mal erwähnen als Drogen. Also ich habe auch schon meine Erfahrung mit Kiffen. Grundsätzlich, ja. Cannabis und auch alle anderen Drogen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen und man braucht eine gute Jugendpolitik, aber die macht man nicht, wenn man irgendwie sagt, das ist eine böse Droge und Alkohol ist es nicht, ja. Und diese Bigotterie, die da auch von den großen, großen Parteien, hätte ich fast gesagt. Sie sind doch selber eine. Oh mein Gott. Ein Glück, dass ich das alles nicht machen muss. Also, oh, Opium, muss ich jetzt irgendwas über Opium wissen? Also gut, ich gucke jetzt hier erstmal rein, ne? Oh, krass, okay. Was? Okay. Es sind, das stecken Sie ein, interessant. Drogen. Eigentlich sollte den Raum ja Volker Beck spielen, aber das war uns irgendwie zu hart. Ja, ich vertrete ihn gerne. Okay. Flasche. Genau. Oh, sehr gut, sehr gut. Und Sie sehen, was passiert. Das Opium kocht. Wir sind jetzt in einem Opiumrausch. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einen Code lösen, damit die Tür aufgeht oder so, ne? Yes! Es geht um diese Scheibe und es geht um dieses Rätsel. Achso, ich muss mal kurz. Der Drogenrausch hält auch nicht mehr lange an, der ist zeitlich limitiert. Ach, den braucht man, um das Rätsel zu lösen. Irgendeines dieser Felder ist da nicht abgebildet. Sie sind pfiffig, wenn ich das mal sagen darf. Vielleicht ist es ja auch total banal. Habe ich durch Zufall? Wir wollen ja. Oh, und das ist richtig. Und die Tür hier hat sich bewegt, das heißt, sie ist auf. Letzter Raum? Wir kommen wahrscheinlich jetzt in den letzten Raum. Ich hoffe. Ich bin nämlich auch nervlich am Ende hier. Oh, Sie haben gesehen, da ist ein Schlüssel. Ah. Den würde ich einfach mal mitnehmen, oder? Klar. Wer weiß. Und die Bon auch? So, jetzt müssen wir ein Schloss aufschließen. Soll ich die Drogen machen? Ja, bitte. Ich finde es übrigens super, dass Sie... Wie gehen Sie denn mit den Drogen um? Dass Sie die alle mitgenommen haben, weil das war überhaupt nicht nötig gewesen. Na, das wissen wir nicht. Wir sind hier ja im Feindesland quasi oder zumindest in Gefahr. Und man kann sowas immer gebrauchen, wahrscheinlich, um sich freizukaufen. Okay, schwergängig. Oh. Eine Drogenküche. Eine Drogenküche. Ja, aber dann war das doch genau richtig, die mitzunehmen. Wie heftig möchten Sie sich eigentlich jedes Mal übergeben, wenn Sie einen neuen Tweet von Boris Palmer lesen? Ich bin immun mittlerweile, aber es kotzt mich natürlich trotzdem an, weil ich glaube, er nicht versteht, dass er damit die falschen Klatscher kriegt und wir alle, also parteiübergreifend, unter den demokratischen Parteien eine Verantwortung haben derzeit und der wird er nicht gerecht. Was will er denn damit sagen mit diesem Tweet? Zu dieser Bahnkampagne. Genau, dass er die Gesellschaft nicht abgebildet sieht in diesen Menschen mit Migrationshintergrund. Oder die es ja teilweise nicht mal waren. Ja, also kann ich nicht beantworten, die Frage. Habe ich mich natürlich auch gefragt. Aber ich finde, dass wir, dahinter liegt eine Debatte, die durchaus geführt wird. Ja? Also ich sag mal, von der weißen Mehrheitsgesellschaft, wenn sie dann irgendwie unterrepräsentiert ist an irgendeinem winzigen Punkt in ihrem Leben. Ich meine, es passiert uns nicht sehr häufig als weiße Mehrheitsgesellschaft, dass wir irgendwo unterrepräsentiert sind. Aber wenn es dann mal so ist, sich dann zu beschweren, ist einfach nur, finde ich sehr, sehr wenig nachvollziehbar. Ja. Genussfeindlich hört man ja häufiger von anderen Parteien. Ja, da kennt man überhaupt keine Grünen. Das sind die erzählen Sie mehr. Das sind Hedonisten, nein. Also ich würde jetzt mal würfeln. Ja. Gucken wir mal, was passiert. Das gibt es doch nicht. Wir sehen drei Sechsen, 18. Das sind 18. Zahlen, da träumt die SPD gerade von. Mhm. Wo könnten drei Sechsen eine Rolle spielen? Gibt es vielleicht irgendwo einen Zahlencode an der Tür? Brauche ich dafür irgendwie kulturell, muss ich kultursensibel sein für die? Nein, so viel verlangen wir nicht. Okay. Wir sind hier unterste Schublade. Also ich sag mal, mit Gewalt würden wir hier auch so durchkommen, ne? Knatsch und knack. Sie sind wirklich also sehr, sehr gewalttätig, wenn ich das mal sagen darf. Bin ich gar nicht. Sie hätten, wenn ich Sie nicht gestoppt hätte, hätten Sie den halben Escape Room zerstört hier. Na, aber ich hätte dann vor allen Dingen die Tür von Anfang an aufgehebelt mit dem Ding und dann wären wir schon gleich in diesem Raum gewesen. Bin ich denn nicht dran, wenn ich sage, hier sind sechs... Es ist komplett falsch. Wenn ich Ihnen diesen kleinen Hinweis geben kann, es ist total falsch. Total falsch, okay. Stuhl? Nee, der ist kalt.
Heiß! Oh, ist das heiß! Oh mein Gott, das ist so heiß. Oh, ich, sowas finde ich ja wirklich eklig. Genau, hier ist ein Zahlenschloss. Sie sehen ein Zahlenschloss. Die Fässer kennen Sie ja von den Castor-Demos. Ja. Die kenne ich, genau. Ja. Kenn ich. So. Okay. Das und da ist ja sie. Wirklich ein bisschen, ist ja ekel. Okay, unser Freund ist tot. In Säure aufgelöst. Ich würde sagen... Aber es war noch Handschuhe. Lassen wir ruhig mal auf. Achso, da muss ich, ja. Ich muss da noch mehr machen. Sie müssen da eventuell ran an unseren toten Gangsterfreund. Ja, ich habe einen Schlüssel. Ich werde verrückt. Die letzten 60 Sekunden laufen ab. 60, 59. Hä? Passt nicht. Sicher? War es wirklich dicht die Tür? Noch 40 Sekunden und der Klimawandel sitzt uns auch noch im Nacken. Kinder, ich dreh durch. Ich find's nicht. Vielleicht ist ja was ganz anderes. Sehr gut, zum Tresor. Noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7. Gut. Es passiert hier was, Frau Amtsberg. Es passiert was. Nehmen Sie ruhig die Drogen mit. Wir brauchen sie eigentlich nicht. Aber wenn Sie da privat 10 Sekunden. Das Ding noch verschärfen können. 10 Sekunden. Sie können hier unten drunter kriechen. Das nenne ich Einsatz. Ich nehme das restliche Drogenpaket noch mit. Boah, und nichts mehr raus hier. So, und hier geht's raus. Ja, Frau Amtsberg, Sie haben uns aus dem Drogen- und Gewaltsumpf gerettet. Aber war ja klar, dass die Grünen wieder alles unterbinden, was Spaß macht. Wollen Sie das noch mitnehmen? Ja, das nehme ich noch mit. Alles klar. Dankeschön. Waren das nicht viel? Das sind schöne Bilder übrigens, wenn Sie jetzt so mit diesen Drogen hier. Die bringe ich jetzt natürlich alle zur Polizei. Na klar. Und das Geld, das gehört mir auch nicht. Na klar. Geben Sie mir auch noch eins, ich bringe das auch zur Polizei. Zu einer anderen Dienststelle, ne? Na toll. Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Runde spielen, aber Frau Amtsberg hat das ganze Opium mitgenommen. Naja, ist ja noch genug Geld da, kann ich ja noch was besorgen. Und ihr lasst in der Zwischenzeit mal ein Like da und abonniert diesen Kanal. Hallo, ist noch jemand da von der chinesischen Mafia? Ich würde gerne noch was kaufen. Hallo? Hallo?